Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte als allererstes mal sagen, danke Menden. Aber auch danke an alle, die aus den Nachbarkommunen hier sind. Ich sehe Landrat Marco Voge aus Balve. Viele andere Menschen aus dem gesamten Märkischen Kreis sind sicher auch welche da aus der Stadt Arnsberg, der Stadt Sundern, Gemeinde Wickede, Stadt Fröndenberg. Danke auch an alle aus den Nachbarkommunen. Sie alle setzen heute ein Zeichen gegen den Rechtsextremismus. Danke dafür. Und wir setzen ein Zeichen für unsere Demokratie und ich denke auch für Europa. Die schrecklichen Pläne zur Remigration, die vor kurzem bekannt geworden sind, sind abscheulich. Sie verstoßen gegen Artikel 1 unseres Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und das gilt auch für Menschen mit Migrationshintergrund, meine Damen und Herren. Aber wir sind auch respektlos gegenüber Menschen, die wir dringend in unserer Gesellschaft brauchen. Ich bin Arzt. Und wir stellen uns vielleicht mal einfach nur eine Sekunde vor, es gäbe in unseren Krankenhäusern keine Pflegekräfte, keine Ärztinnen und Ärzte mit Migrationshintergrund. Nichts würde funktionieren, meine Damen und Herren. Wenn die AfD in unserem Land Verantwortung übernehmen würde, dann wäre das eine Katastrophe. Der de facto Herrscher der AfD ist Björn Höcke. Er hat im Prinzip das Kommando komplett übernommen. Und Höcke sagt, die EU muss sterben. Alice Weidel spricht vom Dexit. Was würde das für unsere Wirtschaft bedeuten? Ich sehe viele Unternehmerinnen, Unternehmer, Gewerkschafter sind sicherlich auch hier. Was bedeutet das für unsere Unternehmen? Deutschland ist wie kein anderes Land vom Export in die Europäische Union abhängig. Unsere Region, unsere starke Wirtschaftsregion Südwestfalen braucht offene Grenzen, ohne Zölle, ohne Barrieren, damit unsere Produkte auch im Ausland verkauft werden könnten. Wenn sich Alice Weidel und Björn Höcke durchsetzen, dann haben wir nicht nur die Probleme, die wir jetzt schon mit dem Brexit haben, dann haben wir Brexit mal 27. Ich sage es ganz klar, die AfD unterstützen heißt Arbeitslosigkeit in unserer Region unterstützen und das darf nicht sein. Die AfD gefährdet den Frieden. Sie sät Hass gegen Menschen, die in anderen Ländern leben oder aus anderen Ländern kommen. Und das Gemeinsame in Europa sichert den Frieden. Auch deswegen müssen wir gegen die AfD Stellung beziehen, meine Damen und Herren. Deswegen ist trotzdem nicht jede Kritik an Entscheidungen in Brüssel falsch. Und auch nicht jede Kritik, jede Demonstration gegen Entscheidungen in Berlin bei der Ampel darf man als rechtsextrem abtun. Die Menschen machen sich Sorgen und diese Sorgen müssen wir ernst nehmen. Sorgen um die Sicherheit, Sorgen, kann ich mir mein Häuschen noch leisten, Sorgen um unsere Wirtschaft, die Sorgen der Landwirte. Auch die müssen wir aufnehmen und nicht jeder Protest ist illegitim. Auf dem Protest, auf dem Plakat steht es sehr gut geschrieben, Protest ja, AfD no. Denn die AfD hat keine Lösung für diese Probleme. Sie macht alles nur schlimmer. Und ich war gestern auf einer ähnlichen Veranstaltung in Olpe. Als erstes möchte ich mal sagen, Menden ist doppelt so gut wie Olpe. Da waren 1000 Leute, hier sind mindestens 2000 Leute. Vielen Dank dafür. Applaus
Und da gab es nicht nur Redner, die etwas vorgetragen haben, sondern da gab es auch Redner, die die Menschen motiviert haben, noch mal ganz laut zu sagen, warum wir heute hier sind. Und darum möchte ich Sie jetzt bitten, dass wir gemeinsam sagen, gegen die AfD, gegen die AfD, gegen die AfD, für unsere Demokratie, für unsere Demokratie, für unsere Demokratie, für Europa, für Europa, für Europa, für den Frieden, für den Frieden, ganz, ganz herzlichen Dank.